Ja, einen schönen guten Tag, liebe Nutzerinnen und Nutzer, liebe Gäste hier im Saal im Deutschen Bundestag. Ich darf Sie und euch ganz herzlich hier zu der Anhörung der Linksfraktion im Deutschen Bundestag begrüßen. Wir haben einen besonderen Tag heute. Wir haben eben im Deutschen Bundestag einen Nachtragshaushalt beschlossen, so groß wie noch nie ein Nachtragshaushalt war. Wir haben kurz danach die Grundrente beschlossen, auch eine sicherlich wichtige Maßnahme, die wir auch als Linke differenziert betrachten, wobei unser rentenpolitischer Sprecher immer von der sogenannten Grundrente spricht. Also durchaus ein historischer Tag, das haben wir bei der Einladung zu der heutigen Veranstaltung nicht geahnt. Aber insbesondere der Nachtragshaushalt spricht dafür oder zeigt, dass Corona immer noch das dominierende Thema ist. Deswegen haben wir heute zu dieser Anhörung zur Corona-Krise eingeladen. Wir wollen das machen, um zu sehen, was sind Ursachen der jetzigen Situation? Haben sie alle mit dem Virus zu tun? Was sind Voraussetzungen, um das vielleicht später besser zu machen? Welche Folgen gibt es und welche Schlussfolgerungen können wir ziehen? Wir haben eine Situation, dass in der Corona-Krise die Sollbruchstellen, die verletzlichen Teile unserer Gesellschaft deutlich sichtbar geworden sind. Wir haben auf der einen Seite ein hohes Maß an Solidarität erlebt. Wir haben eine völlig neue Betrachtung erlebt. Was sind denn systemrelevante Stellen? Das war sehr, sehr neu. Und wir haben genauso erlebt, wie Profitstreben, wie Kommerzialisierung im Gesundheitswesen wirken. Das sind alles Dinge, über die man reden muss. Im Moment gibt es vor allen Dingen eine Kommunikation der Bundesregierung, Deutschland, da läuft das schon alles gut, wir sind am besten da durchgekommen. Und wir als Linke wollen uns wirklich ein Bild machen und haben dafür auch viele Gäste eingeladen. Wir erwarten uns natürlich mit diesem parlamentarischen Instrument der Anhörung einen Erkenntniszuwachs. Ich will auch ausdrücklich meinem Bundestagskollegen, ich weiß jetzt nicht immer alles im Bild, aber sitzt hier mit im Raum, Dieter Dehm, dafür danken, dass er diese Initiative ergriffen hat und da sehr nachhaltig, Amira und ich, wir können da ein Lied von singen, nachhaltig dafür agiert hat, dass wir das auch hinbekommen. Wir haben sehr, sehr spannende Expertinnen im Laufe des Tages und des Nachmittags teilweise auch zugeschaltet. Ich sehe Herrn Niederrümelin hier die ganze Zeit vor meinem Gesichte. Sehr schön, herzlich willkommen. Aber wie gesagt, die Begrüßung erfolgt später. Die entscheidende Frage, über die wir reden wollen, ist die, inwieweit die Bundesregierung das Krisenmanagement wirklich so gut gemacht hat. Kommen wir wirklich so viel besser durch die Krise als andere Länder? Diese Frage ist zu beantworten. Ich habe, um das nur vorsichtig zu sagen, insbesondere beim heutigen Tag war das im Bundestag sichtbar, das Gefühl, dass schon sehr, sehr stark auf Bundestagswahl umgeschaltet worden ist, dass man sich sehr, sehr lobt. Aber ich sage auch wir als Linke haben nicht nur zu Beginn der Krise durchaus auch die Regierung gelobt. Ja, es ist sicherlich richtig, dass Entscheidungen nicht getroffen worden sind aus politischer Opportunität, sondern auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist bei anderen Krisen nicht so gelaufen. Und ich erinnere mich gut noch an die Finanzkrise. Dort ist nur politisch entschieden worden und sehr, sehr wenig auf der Basis wirklich von Erkenntnissen. Hier war das anders. Hier spielten Virologen, ich will auch die Virologen hier nicht werten, eine Rolle. Und es hat am Anfang auch den Versuch gegeben, dass man die radikalen Freiheitseinschränkungen, wie wir sie ja so in Deutschland noch nie erlebt hatten, dass die am Anfang auch rational begründet worden sind. Auch das war zweifelsfrei positiv. Jetzt sehen wir aber auch, dass es gewaltige Defizite gibt. Ich sehe das insbesondere bei der Bewältigung der Krise. Wir haben das heute, das will ich nicht wiederholen, auch in unseren Reden im Deutschen Bundestag deutlich gemacht, wo wir Defizite sehen. Die Krisenpolitik hat einen toten Winkel und das ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Es gibt viele Gruppen, die sind einfach ausgeblendet. Selbst einfache Vorschläge, die es zum Beispiel von den Sozialverbänden gab, sind nicht aufgenommen worden, was leicht möglich gewesen wäre bei diesen Dimensionen, um die es hier geht. Ich will zumindest einen Punkt noch mal aufrufen. Die Frage, was ist denn wirklich systemisch wichtig und was im Übrigen gehört am System verändert, ist meines Erachtens eine zentrale. Da auch noch mal kurz zurück, bei der Bankenkrise war es so oder bei der Finanzkrise war es so, systemrelevant waren die Banken. Und selbst wir haben gesagt, na gut, wenn die großen Banken krachen gehen, haben wir ein schweres Problem. Jetzt gab es eine andere Kommunikation.
Wir sollten die Frage ernsthaft stellen, worauf kann eine Gesellschaft verzichten, worauf kann sie aber nicht verzichten und wer verdient auch unbedingt ein höheres Maß an Anerkennung. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Lockerungen. Auch das ist logischerweise auch in einer Partei wie der Linken, da gibt es keine einheitliche Meinung, sowas kann man auch nicht per Beschluss feststellen. Ich will zumindest aber aus meiner Sicht sagen, dass zumindest in Thüringen mit unserem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der heute auch dabei sein wird, der hat dort seine Art, die ich als sehr vernünftig empfinde, der Bewältigung und auch des Ausstieges gefunden. Ich sage, vieles war mir da ansonsten bei der Bundesregierung viel zu sehr interessengeleitet. Autohäuser waren blitzschnell wieder auf, als allererstes. Kitas waren ewig geschlossen. Das ist für mich völlig unerklärlich. Es gab natürlich im Kanzleramt Autogipfel, aber es gab nie einen Kindergipfel, wie wir es gefordert haben. Das ist ein Widerspruch, der überhaupt nicht geht. Und natürlich ist die Bundesliga, das sage ich als großer Fußballfan, die Bundesliga war sofort wieder am Start oder so schnell es ging, vor allen anderen europäischen Ligen. Und andere, die armen Kids, die in der Knabenmannschaft spielen, die dürfen teilweise heute noch nicht auf die Plätze. Das sind aus meiner Sicht zumindest Widersprüche. Aber die Frage, wer dann profitieren wird und wer verlieren wird, die ist meines Erachtens nicht entschieden. Das wird auch ein wesentlicher Punkt bei der Auseinandersetzung im nächsten Jahr bei den vielen Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl sein. Deshalb auch um Voraussetzungen dafür zu schaffen, wollen wir diese heutige Anhörung durchführen mit ganz vielen Gästen. Aber das Konkrete und das Inhaltliche übernimmt dann meine Mitvorsitzende Amira. Ich wünsche uns spannende Diskussion, Erkenntniszuwachs und vielleicht neue Fragestellungen. Es ist auf gar keinen Fall heute ein Endpunkt, sondern ist der Beginn für eine sehr kritische Auseinandersetzung mit dem, was gewesen ist und was wir in Zukunft besser machen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher. Vielen Dank, Dietmar. Auch von mir herzlich willkommen an die Zuschauerinnen und Zuschauer und auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Gäste hier im Raum. Wir haben einen spannenden Nachmittag vor uns und wir werden über mehrere Themenbereiche miteinander reden und mit unseren Gästen reden. Das erste Thema, über das wir sprechen wollen, ist die Corona-Krise, die Gefahren für Gesellschaft und die Rolle der Medien. Gerade am Anfang der Corona-Pandemie waren die Medien ja vollkommen bestimmt und geprägt, über Corona zu berichten, die Gefahren des Virus zu berichten, über die Auswirkungen auf der ganzen Welt. Das war sicherlich für die Menschen, die in den Medien arbeiten, auch eine herausfordernde Zeit, denn auch da waren natürlich große Einschränkungen. Man konnte Interviews nur begrenzt stellen. Vieles fand virtuell statt. Ungewohnte Situationen, Reisen konnten nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Das heißt, in der Zeit stellt sich natürlich die Frage, wie schafft man es, trotz der Corona-Krise, auch auf die immer noch relevanten anderen Probleme hinzuweisen in den Medien. Welche Rolle haben die Medien gespielt in dieser Zeit? Aber auch, was macht diese Krise mit der Gesellschaft? Welche Probleme sind vielleicht auch politisch verursacht worden oder verschärft worden durch politisches Handeln in dieser Krisenzeit und die ja immer noch anhält? Zu diesen Fragen haben wir unter Themen haben wir folgende Gäste eingeladen. Ich begrüße herzlich Franziska Augstein, Journalistin, für viele, viele Zeitungen aktiv gewesen, unter anderem die Zeit, die FAZ, aktuell Kolumnistin, für die Süddeutsche Zeitung. So viel Zeit muss sein. Ich begrüße bei uns zugeschaltet Herrn Julian Nieder-Rümelein, Philosoph, ehemaliger Staatsminister für Kultur und Medien. Willkommen. Und außerdem hier zu meiner Rechten Dr. Gregor Gysi. Ich glaube, viel vorstellen muss ich dich nicht, Gregor, für uns hier im Bundestag und seit relativ kurzem unser außenpolitischer Sprecher für die Linksfraktion. Herzlich willkommen. Ich möchte jetzt gerne unseren drei Gästen jeweils die Möglichkeit geben, ein kurzes Eingangsstatement zu geben und dann werden daran Fragen anschließen. Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Frau Augstein, möchten Sie beginnen? Bitte sehr. Muss das anmachen? Kann man mich jetzt gut hören? Ja, okay. Zunächst, es ist mir eine ganz große Freude, hier zu sein. Das hat drei Gründe. Der erste Grund ist, die Linksfraktion stellt die besten kleinen Anfragen im Bundestag in Fülle. Das ist
Großartig. Man bekommt da in den Zeitungen dann zu lesen Antworten auf Fragen, auf die man selber noch gar nicht gekommen ist und denkt, das ist aber echt wichtig. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das ist heute der zweite Freigang, den ich mir erlaube seit Anfang März, weil ich eine brave Bürgerin bin, jenseits von in Geschäfte gehen und was einkaufen. Der zweite Freigang seit Anfang März und ich genieße es und ich freue mich, Sie alle hier zu sehen. Und der dritte Grund ist, ich kenne diesen Raum. Ich war schon hier, da allerdings als Berichterstatterin für die Süddeutsche Zeitung. Das hier ist ein relativ kleiner Raum und hier findet Demokratie statt. Hier wird diskutiert unter Politikern und es dürfen Leute von den Medien dabei sein. Und das ist für mich gelebte Freiheit. Also ein wunderschöner Raum. Und jetzt soll ich reden. Also, wir wissen alle, dass die Bundesrepublik besteht aus ungefähr 30 Millionen Fußball-Hobby-Trainern. Das sind alle, die Fußball lieben, vorm Fernseher sitzen und gewusst hätten, wie ihr Verein gewonnen hätte, wenn sie denn das Sagen gehabt hätten. Mittlerweile besteht die Bundesrepublik auch aus, das kann ich jetzt nicht so ganz genau schätzen, vielen, vielen, vielen Millionen Hobby-Virologen. Zu denen gehöre ich auch. Ich werde mich bemühen, auf das 80 Millionen Hobby-Virologen. Wollen wir die Kleinkinder ausnehmen? Ja, die kleinen Kinder, die ganz alten Menschen. Gut, bleiben 80 Millionen Hobby-Virologen. Also ich bin auch Hobby-Virologin. Ich will jetzt mich sehr bemühen. Es ist ganz schwierig, nicht über medizinische Fragen zu reden, wenn man zugibt, dass man nicht Medizinerin ist. Ich werde also versuchen, da irgendwie drum herum zu laborieren. Ich habe mich gefragt, was ich Ihnen sagen soll. Und das Erste, was mir einfällt, ist, ich rede jetzt an Sie, die Politiker. Wenn ich Politikerin wäre und wenn ich gefragt worden wäre, was ich so denke von Corona und dem Shutdown, ich hätte nicht den Mut gehabt zu sagen, macht es so, wie die Schweden es gemacht haben. Das ist zwar meine Überzeugung, das wäre das Richtige gewesen. Ein bisschen weniger Shutdown, nicht das Ausschließen von Kindern von der Möglichkeit, irgendwie sich Sozialisierung zu lernen, lesen und schreiben ordentlich zu lernen. Aber wenn ich das als Politikerin gesagt hätte, dann wäre meine Karriere so ziemlich genau Ende März zu Ende gewesen, denke ich mal. Daher, niemand, der für den Shutdown war, wird von mir kritisiert. Die Frage ist, wie lange soll das gehen? Und das ist eine Sache, bei der ich denke, dass die Bundesregierung nicht ganz gut beraten gewesen ist. Es gilt nämlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip in juristischen Fragen, in politischen Fragen und eben auch im Hinblick auf Gesundheitsfragen. Was das alles für die Bundesrepublik Deutschland gebracht hat, dieser Shutdown, die ganz große Zahl von Geschäften, die möglicherweise nie wieder aufmachen werden können, die große Zahl, ich sagte es schon, von Kindern, die den Anschluss verloren haben ans Älterwerden, die große Zahl von Familien, die zerrüttet sind, weil bedauerlicherweise es einfach nicht so wahnsinnig schön ist, zu viert auf 40 Quadratmetern oder 60 Quadratmetern zu wohnen. Die große Zahl von Kranken, die sich nicht zum Arzt getraut haben, obwohl sie ernsthafte Herzprobleme oder dergleichen haben, die deswegen möglicherweise sehr viel früher sterben werden, als wenn sie sich zum Arzt getraut hätten. Dieses alles ist ein Schaden, der unserem Land zugefügt worden ist, der meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis steht zu den Leben, die gerettet wurden, indem alle zu Hause bleiben mussten. Die Rolle der Medien ist dabei leider nicht besonders ersprießlich gewesen. Es war für mich schockierend, Folgendes zu beobachten. Es gibt zwei Satire-Sendungen. Die eine ist Extra 3, die läuft auf ARD. Die andere ist die Heute-Show, die läuft auf ZDF. Beide diese Sendungen hatten anfangs
noch irgendwie sich des Corona-Themas satirisch angenommen. Und dann, wie auf einen Schlag, haben beide das umgedreht. Sicherlich unabhängig voneinander, denn ZDF und ARD sind ja nicht gleichgeschaltet. Umgedreht und haben von seit Mitte März ungefähr sich nur noch lustig gemacht über Bürger, die die Einschränkung der Grundrechte nicht in Ordnung gefunden haben und dagegen demonstriert haben. Diese beiden Satire-Sendungen, ich rede jetzt, das gilt auch für die seriös sich verstehende Presse, die haben diese Bedenken der Bürger nicht ernst genommen. Das Einzige, was ihnen dazu einfiel, war, dass diese Leute demonstrieren gehen, ohne Rücksicht darauf, dass sie mit Rechtsradikalen zusammen auf einem Platz stehen. Das war alles. Die Einschränkung der Grundrechte, wie sie hier stattgefunden hat, einfach so, per ordre de mufti, ist aber nicht etwas, was man einfach so wegwischen kann. Und dass darüber in diesem Land ganz wenig, wirklich ganz, ganz wenig Sensibilität und Kritik geäußert wurde, hat mich ein bisschen entsetzt. Das Weitere ist, dass die Medien bedauerlicherweise alles dazu getan haben, die Angst vor diesem Virus zu schüren. Keiner hat gewusst, was eigentlich los ist. Wir haben das ja alle mitbekommen. Es hieß erst mal nein, Obduktionen von Toten unter gar keinen Umständen. Völlig unverständlich, warum soll man einen Toten nicht obduzieren? Dann hieß es, ja doch, Obduktionen seien vielleicht vernünftig, damit man erfahren könnte, woran die Toten gestorben sind. Ob es vielleicht das Virus war oder irgendwas anderes. Es hat geheißen, Mundschutz, völlig überflüssig, schützt den Menschen nicht, ist durchlässig. Dann auf einmal hieß es, aber ohne Mundschutz darf jetzt kein Mensch mehr aus dem Haus gehen. Es gibt noch ganz viele andere Details, wo es einfach immer hin und her Gewackel gab von Seiten der Leute, die sich auskennen, aber eben auch sich wieder nicht auskennen. Und die Medien haben das alles immer eins zu eins wiedergegeben, wie wenn das jetzt der Stein der Weisen sei, der gerade heute erfunden wurde. Aber wir wissen es ja nicht, übermorgen sieht er wieder anders aus. Das Allerschlimmste ist, dass dadurch Angstmache befördert worden ist in einem Ausmaß, die ich entsetzlich finde. Die Angstmache geht auch darauf zurück, dass mit Zahlen operiert worden ist, die vollkommen unbelastbar sind. Man weiß, wer das Coronavirus hat, wenn man so eine Person getestet hat. Gut, wir haben keine flächendeckenden Tests. Das heißt es dann immer so und so viel, 1000 Leute haben jetzt das Coronavirus. Und das, man weiß auch, glücklicherweise ist das inzwischen geändert worden, wie viele Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Man muss nämlich nicht an dem Virus sterben. Es kann auch einfach sein, dass man sowieso todkrank ist und das Virus kommt und dann stirbt man halt ein bisschen schneller. Also an oder mit dem Virus. Man weiß, wie viele Tote es gibt und man weiß von den Leuten, die man getestet hat, wie viele infiziert sind. Man weiß aber nicht, wie viele Bundesdeutsche infiziert sind. Das könnten alle hier im Raum sein, weil nämlich, das immerhin ist bekannt, sehr viele Menschen dieses Virus in sich tragen und es überhaupt nicht merken. Nun, anstatt dieses einfach so darzustellen, haben die Medien sich darauf verlegt, die bekannte Zahl der Infizierten immer zu stellen, so mit steigenden Kurven oder abflachenden Kurven und dann daneben die Zahl der Toten. Das alles ist ohne jede Relevanz, ohne jeden Belang, weil wir, wie gesagt, nicht wissen, wie viele Leute von uns tatsächlich das Virus in sich tragen, ohne dass das Virus uns irgendwelchen Schaden zufügt. Und dieses haben die Medien mitgemacht. Die Angstschürerei hat dazu geführt, dass die Bevölkerung in diesem Land tatsächlich Angst bekommen hat, große Angst. Und das hat dann leider schlechte Eigenschaften zutage gefördert, die nicht in Deutschland spezifisch sind, die es auch in anderen Ländern gibt. Aber es ist leider zu konstatieren,
dass in Deutschland Denunziantentum hochgekommen ist. Das heißt, ein Beispiel, Einzelhändlerin, Rabenmacherin, ganz allein im Geschäft. Ich gehe da rein und sage, soll ich mir eine Maske aufsetzen? Sagt die, nö, ich habe hier meinen Arbeitstisch, der ist 1,50 Meter breit. Sie stellen sich auf die eine Seite, ich stehe auf der anderen Seite, alles ist gut. 6 Wochen später bin ich da wieder hingegangen. Da hatte sie eine Gesichtsmaske auf und sagte, sie sei von einem Fußgänger, den uns bei der Polizei angezeigt worden, weil sie allein in ihrem Geschäft steht ohne Gesichtsmaske. Das ist Denunziantentum, das ist nicht schön, es ist überflüssig. Und wir alle sollten uns irgendwie ein bisschen darum kümmern, dass dieses Gemeinwesen, was eigentlich ein ziemlich gutes Gemeinwesen ist, nicht in dieser Art und Weise verkommt. Und jetzt Aufstein, darf ich einen letzten? Ein letztes. Bitte. Also wie gesagt, die Bundesregierung hat das schon ordentlich gemacht. Es muss jetzt Schluss sein mit dem Shutdown, was unter gar keinen Umständen wiederholt werden darf. Wenn man da einen Chef-Virologen hat namens Drosten, auf den man hört, der einem eingibt, welche Art von Politik man macht, dann darf so ein Mann nicht einen eigenen Podcast haben. Der soll dann bitte schön als Berater der Bundesregierung fungieren und nicht sich persönlich in Szene setzen. Und das Allerschlimmste, das ist geschmacklos ohnegleichen, dass dieser Mann dann auch noch den Grimme-Preis bekommt, dies mit der Begründung, dass Wissenschaftsjournalismus fesselnd sein könne. Ich meine, da man den Menschen in diesem Land Angst gemacht hat, dass die sich Drostens Podcast anschauen, einfach weil sie Angst haben um ihre Gesundheit, das dann fesselnden Wissenschaftsjournalismus zu nennen, ist geschmacklos ohne Ende. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, wer weitermachen möchte. Möchten Sie vielleicht weitermachen, Professor Niederrümelein? Möchten Sie weitermachen mit dem Eingangsstatement? Ja, möchten Sie weitermachen? Richten Sie die Frage an mich? Ja. Ja, bitte. Ich mache gerne weiter. Ich habe nur sehr, also habe jetzt zum Teil nicht verstanden, was zuletzt gesagt worden ist. Ah, okay. Aber wir hören Sie gut. Jetzt verstehe ich Sie, genau, eine gute Lage. Verstehen Sie mich? Sehr gut. Sie verstehen mich gut? Ja? Ja. Okay. Also ich will erstmal kurz anknüpfen an dem, was Herr Bartsch gesagt hat, und das ist keine Captatio Benevolentiae, nicht der Versuch, irgendwie hier Wohlwollen zu gewinnen. Das ist eine reine Tatsache. Als Bodo Ramelow für ein Ende der bisherigen Maßnahmen in seinem Bundesland plädiert hat, das war noch bevor die thüringische Landesregierung das beschlossen hatte, setzte doch ein ziemlicher Shitstorm auch in den öffentlich-rechtlichen und seriösen Medien an. Das sei ja völlig unverantwortlich und das falsche Signal und hochgefährlich und das kann total schiefgehen. Ich habe mir heute noch mal die Zahlen angeschaut. Ausgerechnet in Thüringen sind es lediglich 3 neue Fälle im Durchschnitt der letzten 7 Tage, ja, pro Tag. In Bayern sind es 69 Fälle pro Tag in den letzten 7 Tagen. Und die Tendenz in Thüringen geht noch weiter nach unten. Also das war nicht leichtfertig. Es war wohlerwogen und es war absolut vernünftig. Und das habe ich auch schon in einem Interview unmittelbar nach der Regierungsentscheidung Thüringens als meine Einschätzung formuliert. Das sage ich also nicht nur in diesem Kreis. Zweite Vorbemerkung. Vieles von dem, was Frau Augstein gerade ausgeführt hat, sehe ich ähnlich. Nicht alles ganz genauso, aber ähnlich, das will ich nicht wiederholen. Und deswegen konzentriere ich mich auf den in meinen Augen wichtigen Punkt. Ich meine, das sozusagen ist meine Rolle hier. Ich immer ein bisschen den Versuch zu machen, so zwischen Wissenschaft und Politik zu vermitteln. Das ist für die Wissenschaft eine Herausforderung, nämlich ihre Argumente so zu bringen, dass das verständlich ist in einem größeren Rahmen von Beteiligten. Aber es ist auch für die Politik eine Herausforderung, nämlich diesen Modus der eher interessen- und wirkungsorientierten Kommunikation vorübergehend zu verlassen und sich allein auf das Argument einzulassen. Das ist für beide Seiten eine Herausforderung. Ich spreche hier nicht, bin ja sowieso erst kurz dabei, seit Anfang Mai, Mitglied des Deutschen Ethikrates, bin da auch stellvertretender Vorsitzender jetzt gewählt worden. Wir beraten da gerade über die schwierige Frage mit dem Immunitätsausweis, aber ich spreche nicht für den Deutschen Ethikrat, sondern nur
für mich selbst, für meine Einschätzungen. Und ich will das sehr stark fokussieren und auch ein bisschen provozieren. Die Überschrift dieser Provokation lautet: Nie wieder. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, das wissen wir heute nicht, aber viele Virologen vermuten das und viele Politiker greifen das auf, aus welchen Gründen auch immer, dass diese Variante von Coronavirus, es gibt schon 7 Varianten, harmlosere Varianten des Coronavirus, die im Umlauf sind, die 10-15% aller Grippe-Erkrankungen bestimmen in Deutschland und in Europa und in der nördlichen Hemisphäre. Wenn dieser nun im Augenblick jedenfalls deutlich aggressivere und gefährlichere Virus, die Covid-19-Erkrankung, tatsächlich saisonal werden sollte, so wie Influenza, das heißt regelmäßig zurückkehrt. Influenza kehrt um die 40. Kalenderwoche und um die 20. Kalenderwoche jährlich wieder, mit extrem unterschiedlichen Folgen. Nach schweren Wellen ebbt das ab und dann sind es oft unter 1000 Todesfälle, die zu beklagen sind. Das weiß man nie so ganz genau, das ist ja aus der Exzess-Mortalität berechnet. Nicht aufgrund der registrierten Todesfälle, die liegen normalerweise viel, viel oder sehr, sehr weit darunter. Und nach Jahren, in denen die Zahl der Todesfälle durch Influenza hoch war, wie zum Beispiel 2018 nach Zählung des Robert-Koch-Instituts 25.100, sinkt üblicherweise auf mehrere Jahre die Aggressivität dieser saisonalen Grippe deutlich runter, was dafür spricht, dass Immunisierung eines Teils und das 20% der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielt, um dann wieder hochzuschnellen. Nicht unbedingt auf 25, das ist eine einsame Spitze gewesen, aber wir hatten 20.000, 17.000, 16.000 und so saisonale Influenza. In Deutschland im Jahr 2018, in Italien 32, wenn ich es richtig, oder 34.000, also nochmal deutlich drüber. Das sind jetzt in Deutschland deutlich mehr 2018 als durch die Covid-19-Erkrankung. Wenn es so kommen sollte, dass Covid-19 saisonal wird, abebbt im Sommer, da rätseln ja noch die Virologen, warum das ein so starker Trend ist, und dann wiederkehrt im Winter, wenn die Temperaturen runtergehen. Und wir reagieren, ich sage jetzt wir nicht als Deutsche, sondern wir auf dieser Welt reagieren in vergleichbarer Weise, ich komme gleich nochmal dazu, es gibt schon unterschiedliche Reaktionen, wie wir das diesmal gemacht haben, dann ist die ökonomische, soziale und kulturelle Katastrophe garantiert. Wenn wir das im Herbst machen, 20, im Frühjahr 21, im Herbst 21, im Frühjahr 22, dann ist die Depression garantiert. Da kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen. Dann ist 1929 ein relativ harmloser Einbruch. Das kann man hochrechnen. Also so kann es nicht gehen. Und daraus schließe ich nicht, dass das, was bislang gelaufen ist, zu kritisieren ist. Man muss da ganz rational auseinanderhalten. Das eine ist, was tut man unter den jeweiligen epistemischen Bedingungen, also unter den Bedingungen dessen, was man weiß und was wäre richtig gewesen. Das klafft manchmal weit auseinander. Und es gibt viele Indizien dafür, dass das ziemlich weit auseinander klafft. Aber das ist noch keine Kritik. Weil unter den epistemischen Bedingungen, unter denen die Regierungen standen, wussten sie sehr wenig und mussten reagieren. Und sie haben reagiert mit einer Methode, die seit Jahrhunderten vertraut ist. Das ist die mittelalterliche Methode, die irreführenderweise als Social Distancing bezeichnet wird und die genau das war im Mittelalter. Nämlich Ausgrenzung, Isolierung der Erkrankten, Isolierung außerhalb der Stadt, Vertreibung aus der Stadt, Vereinsamung, Rücksichtslosigkeit. Das war aber hoffentlich nicht gemeint mit Social Distancing. Unkritisch haben wir diesen Begriff aus dem Amerikanischen übernommen, sondern gemeint war, wir halten räumliche Distanz als einzige Maßnahme, die uns gegenwärtig einfällt, und senken die Mobilität massiv durch Grenzschließungen und dadurch, dass wir Ausgangssperren oder Ausgangseinschränkungen beschlossen haben und Kontaktbeschränkungen in Deutschland in mildererer Form als zum Beispiel in Italien, in Spanien, in Frankreich, auch zeitweise in Österreich. Milderer
Reform in Deutschland. Aber das war die Maßnahme, die wir ergriffen haben. Das haben nicht alle Länder der Welt gemacht. Südkorea hatte keinen allgemeinen Shutdown, keine Kontaktverbote und keine allgemeinen Ausgangsbeschränkungen. Und Südkorea, das merkwürdigerweise über viele Wochen immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde, war an zweiter Stelle der absoluten Zahlen der registrierten Infektionen nach China zu Beginn der Pandemie. Zweiter Stelle weltweit, das kleine Südkorea, und hat diese Krise so, also nochmal, Kritik ist das eine, die Ex-Post-Beurteilung das andere. Wir wissen heute noch sehr vieles nicht, deswegen ist die Ex-Post-Beurteilung noch nicht wirklich zu machen. Da braucht man noch weitere Daten und Informationen. Aber ich sage jetzt hier an der Stelle schon mal ganz deutlich meine Einschätzung. Und gut, Sie haben mich als Philosoph vorgestellt, da will ich darauf hinweisen, ich habe ursprünglich Physik und Mathematik studiert, Schwerpunkt Entscheidungstheorie, Risikoethik, Wissenschaftstheorie. Ich kann ein bisschen was mit Zahlen anfangen und mit kausalen Zusammenhängen. Die Zahlen in Deutschland deuten darauf hin, dass der allgemeine Shutdown ziemlich wirkungslos war. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens deswegen, weil der berühmte R-Faktor, also wie viele Personen werden im Durchschnitt angesteckt durch eine infizierte Person, Frau Augstein hat recht, registrierte infizierte Personen. Wir wissen nicht, wie viele wirklich infiziert sind, möglicherweise 5, 7, 10 Mal so viel. Dieser R-Faktor war vor dem 22. März, also Beginn des allgemeinen Shutdowns, schon unter 1. Und merkwürdigerweise blieb er knapp unter 1 mit Schwankungen während der gesamten Zeit des Shutdowns. Er senkte sich nicht mehr weiter ab. Er war vorher unter 1 und blieb unter 1. Da gibt es alle mögliche Rabulistik. Ich habe mir das angeschaut. Bis hin in die Wissenschaft hinein, die versucht, das wegzuerklären. Das funktioniert nicht. Das simpelste Erklärung ist, die Leute haben einen Schreck bekommen. Wirksam war das Verbot von Veranstaltungen, Großveranstaltungen. 8. März, 16. März, Zuschließungen umstritten. Wie wirksam das wirklich ist, das wird sich erst herausstellen. Und vor allem die Angst der Bevölkerung und das relativ vernünftige Verhalten der Bevölkerung. Man könnte es so sagen, wir waren ja auch Ischgl-Opfer in Deutschland, in ganz Europa. Und das waren mittelalterliche bis jüngere, nicht gerade unsportliche Menschen, ganz überwiegend. Mittlere Generation, jüngere Generation, wohlhabendere im Schnitt, Skifahrer, Rückkehrer mit einer minimalen Todesrate. Trotz einiger schwerster Erkrankungen, minimalen Todesrate. Und die, die Angst haben mussten um ihre Gesundheit, haben sich, so steht zu vermuten, vor dem Shutdown in Sicherheit gebracht. Jetzt füge ich was Kritisches hinzu. Das ist nun wirklich Kritik, trotz der epistemischen Bedingungen. Spätestens seit dem 17. März wusste die Welt, oder jedenfalls die, die ein bisschen Statistiken lesen können, dass Covid-19 extrem konzentriert ist. Und ich sage da nur eine Zahl, lesen Sie es nach. 17. März erscheint eine groß angelegte Studie des Istituto Superiore di Sanità. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Robert-Koch-Institut vom Status her in Italien. An 2003, das sind viele, 2003 Verstorbenen mit Covid-19. Und diese Studie hat zum Ergebnis, dass nur 0,8% der Verstorbenen ohne die folgenden auflistbaren Vorerkrankungen waren. Akuter Krebs, Diabetes mellitus, Ictus, also Hirnschlag, Herzinfarkt und chronische Lungeninsuffizienz. Übrigens rein zufällig, das ist reiner Zufall, nur 0,8% der Todesfälle beider Geschlechter jetzt zusammengenommen, Frauen haben eine bessere Charakteristik über alle Alterskohorten hinweg, deutlich bessere. 70% der Verstorbenen in Italien waren Männer, sind Männer. Und man kann es als Altersverschiebung charakterisieren. Nur 0,8% zufällig auch waren unter 50. In Deutschland ist es gegenwärtig so, Robert-Koch-Institut hat darüber informiert, von den fast 10.000 Todesfällen sind rund, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, schauen Sie es nach, 20 Frauen und 40 Männer unter 50. Da sind natürlich wieder Vorerkrankte dabei. Das heißt, Covid-19 ist
anders als die Influenza, extrem konzentriert. So konzentriert, dass Fachleute, ich geriere mich hier nicht als Virologe, ich widerspreche Virologen überhaupt nicht, die widersprechen sich untereinander. So, ich beziehe mich auf Daten, die Virologen und Epidemiologen vorgelegt haben. Nach diesen Daten ist es klar, dass die Influenza wesentlich weniger konzentriert ist als Covid-19. Und Virologen und Epidemiologen schätzen, nochmal der Punkt, wir wissen es nicht, wie viele infiziert sind, dass 50-80% aller Infizierten asymptomatisch bleiben. Das ist bei der Influenza nicht der Fall. Das heißt, sie entwickeln keine Krankheitssymptome. Hier heißt es ja immer in den Zeitungen, Erkrankte. Nein, falsch. Infizierte. Erkrankt ist man erst, wenn man erkrankt. Also wenn man Symptome hat. Infektion ist noch keine Krankheit. So, jetzt daraus ist meines Erachtens folgender Schluss zu ziehen. Ich muss mich ja hier sehr fokussieren, damit nicht gäbe viele Argumente zu sagen. Wenn wir gemeinsam jetzt in der Politik zum Ergebnis kommen, nie wieder. Diese Form der Krisenbewältigung, wie sie in Europa dominierte, mit einigen Abweichungen da und dort, zu Beginn in Niederlanden, Großbritannien, dauerhaft in Schweden, aber ja, gut. Südkorea ein anderer Weg, Taiwan anderer Weg, Singapur anderer Weg, China anderer Weg, Containment-Strategie, nicht allgemeine Shutdown. Ziemlich erfolgreich. Wenn wir uns einig sind, dass die ökonomischen und sozialen und kulturellen Folgen dieser Form der Krisenbewältigung unerträglich wären, wenn sich das regelmäßig wiederholt, dann müssen wir jetzt anfangen nachzudenken, sehr kritisch, ohne Beschönigung, was muss geschehen? Und da muss ein Kritikpunkt, der muss auf den Tisch, den kann man nicht unterdrücken. Warum, um Himmels Willen, ist es uns nicht gelungen, Menschen in Altenheimen, Krebsstationen, Pflegeheimen zu schützen? Warum ist das nicht gelungen? Und wie verhindern wir, dass sich das wiederholt? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Pflegepersonal nicht getestet wurde regelmäßig. Damit, dass es keine Sicherheitsschleusen gab. Damit, dass trotz der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts keine medizinischen Masken verfügbar waren. Wenn das gewesen wäre, wir haben, um noch ein Datum, ich will Sie nicht mit Zahlen nerven, 1% der Bevölkerung in Deutschland ist in Pflege, Pflegeheimen oder ambulanter Pflege. 1%, nur 1%. 800.000 Menschen ungefähr. Von diesen sind, aber nicht von diesen, 60% der Todesfälle in Deutschland betreffen diese Personengruppe. Das ist eine Studie von der Uni Bremen. 8% der Infizierten. Das heißt, die haben eine Wahrscheinlichkeit, infiziert zu sein, die ist 8-mal so hoch wie der Anteil an der Bevölkerung. Und 60% der Todesfälle sind aus dieser Gruppe. Wie konnte das selbst in Deutschland, das gut durch die Krise gekommen ist, passieren? Ganz ähnliche Zahlen gibt es in Spanien, in Frankreich, in Italien und anderswo. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Das heißt, die Menschen, die sich selbst nicht schützen können, müssen geschützt werden. Und die Menschen, die sich schützen können und Schutzbedarf haben, objektiv und vielleicht subjektiv, die müssen die Möglichkeit haben, sich effektiv zu schützen. Und das können wir sicherstellen. Zum Beispiel, dass wir teure medizinische Masken zur Verfügung stellen für die Leute, die die spezifischen Vorerkrankungen haben. Da kommt jede Woche kommt neue Daten dazu, was noch alles charakteristisch ist für Vorerkrankungen, die hier relevant sind. Das wird sich in den nächsten Monaten aufhäufen zu einem riesen Datenbestand. Da wissen wir immer mehr im Herbst. Und dann weiß man, wen man schützen muss, damit diese Covid-19-Pandemie nicht mehr so tödlich ist, wie sie war. Deswegen kommt für mich der Weg, wir lassen es laufen, nicht in Frage. Dafür ist Covid-19 viel zu gefährlich. Sie liegt deutlich in der Letalität über der einer Influenza-Epidemie. Aber wenn es uns gelingt, die Menschen, die besonders betroffen sind, besonders gefährdet sind, vulnerabel sind, wie es immer heißt, zu schützen, dann haben wir nach Adam Riese, das ist keine höhere Mathematik, eine Senkung der Letalität von Covid-19 um 99%, wenn das wirklich effektiv gelingen würde. Gelingt natürlich nicht hundertprozentig. Und dann hätten wir allerdings eine Letalität bei Covid-19, die liegt weit unter der einer Influenza. Die Influenza liegt bei ungefähr 0,1%, die Letalität.
Die Schätzungen für Covid-19 schwanken, unglaublich eigentlich, nachdem das schon wochenlang es läuft, monatelang, zwischen 0,3 und 3%. Sie müssen langsam zum Schluss kommen, bitte. Herr Professor, Sie müssen langsam zum Schluss kommen, bitte. Okay. Wenn man den größten Wert nimmt, also 3% und 99% der Todesfälle kann man vermeiden, de facto durch Schutz der vulnerablen Gruppen, dann wären wir deutlich unter dem Risiko einer Influenza. Und dann bin ich relativ nah an dem, was Frau Augstein gesagt hat. Dann kann man im Herbst mit niedrigsten Todeszahlen es riskieren, kontrolliert, Schritt für Schritt, dass wir den Teil der Bevölkerung, der mit geringerem Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko betroffen ist, dann nicht in einen allgemeinen Shutdown zu zwingen, der Ökonomie, soziales Leben und Kultur so massiv beschädigen würde, dass vermutlich sich die Weltgesellschaft davon nicht mehr erholen wird. Danke. Vielen herzlichen Dank. Und ich übergebe jetzt weiter an dich, Gregor, bitte. Ja, einen schönen guten Tag. Da ich um 15 Uhr gehen muss, muss ich mich jetzt sowieso kürzer fassen. Ich mache das mal ein bisschen stichwortartig. Ich glaube, der erste Fehler der Bundesregierung oder einer Bundesregierung bestand im Jahre 1990 darin, sich die DDR nicht genau anzuschauen. Denn im Jahre 1970 hat die Regierung der DDR nach der Hongkong-Grippe festgestellt, dass es zu einer Pandemie kommen kann. Daraufhin wurde beschlossen, ein Institut zu gründen, das sich damit beschäftigt und ein Konzept für diesen Fall entwickelt. Das war das Institut für Virologie und Impfstoffe in meinem Wahlkreis in Berlin-Treptow-Köpenick, 1972 gegründet. Und die haben ein vollständiges Konzept für die Pandemie entwickelt. Nach Herstellung der Einheit wurde natürlich dieses Institut geschlossen, alle Virologinnen und Virologen entlassen und das Konzept in die Tonne gehauen. Es wäre vielleicht vernünftig gewesen, es sich einmal anzuschauen. Zweite Bemerkung. 2012 gab es im Auftrage der Regierung ein Gutachten von Experten, die erklärten, wenn es zu einer Pandemie kommt, haben wir viel zu wenig Schutzmasken, viel zu wenig Schutzanzüge. Man kann die Aussagen der Experten auch so verstehen, dass wir dringend Krankenhäuser benötigen. Die Regierung hatte diesen Auftrag erteilt und hat sich nicht danach gerichtet. Weder wurden Masken gekauft noch Schutzanzüge. Es ging die neoliberale Linie weiter, Krankenhäuser entweder zu schließen oder zu privatisieren, und zwar, weil sich ja alles rechnen musste. Ich hoffe, dass sich jetzt während der Pandemie die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass ein Krankenhaus sich nicht in erster Linie rechnen muss, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig ist. Ein Krankenhaus gehört nicht auf den Markt. Was ich nicht weiß und nicht genau beurteilen kann, ist, ob es eine ausreichende Gefahren- und Schädenanalyse vor Anordnung der Maßnahmen gegeben hat. Denn die Einschränkung der Grundrechte ist genauso ein Schaden wie die Infizierung und vor allen Dingen der Tod von Menschen. Nicht genauso, nicht, aber ist auch ein Schaden. Genau das muss abgewogen werden, bevor man dann sagen kann, ich gehe diesen Weg oder in jenen Weg. Der nächste Fehler besteht darin, dass wir jetzt natürlich 80 Millionen Virologinnen und Virologen in Deutschland haben. Das ist ja klar, wir haben auch immer 80 Millionen Bundestrainer und so. Das ist mir klar, das ist nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass die Regierung, was die Transparenz der Entscheidung betrifft, einen Fehler begangen hat. Also wenn ich dafür zuständig gewesen wäre, hätte ich Folgendes gemacht. Ich hätte ein Expertengremium aus 10 Virologinnen und Virologen gebildet mit unterschiedlichen Auffassungen. Dann hätte ich immer gesagt, sie müssen sich einig werden und können mir einen Vorschlag machen. Wenn die sich einig geworden wären, hätte ich eigentlich immer Herrn Droste, einmal Herrn Droste, dann den nächsten, dann die dritte etc. mitgenommen und der hätte das erläutert. Und dann hätten alle gewusst, die haben es mir so erläutert, deshalb treffe ich diese Entscheidung. Und wenn sie sich nicht hätten einigen können, hätte ich beide mitgenommen. Und dann hätte ich gesagt, sprechen Sie zuerst und danach Sie. Dann hätte der eine gesagt, also wenn der jetzt nicht die Maßnahmen und die Maßnahmen angreift, kann es 1 Million Infizierte, vielleicht sogar 100.000 Tote geben. Der andere sagt, das halte ich alles für Blödsinn, das ist gar nicht nötig. Es würde völlig genügen, wenn man dieses und jenes macht. Und dann hätte ich zu den Journalistinnen und Journalisten gesagt, jetzt ist mir sehr geholfen. Was soll ich jetzt entscheiden? Also ich hätte nie so getan, als ob ich der Virologe bin. Und da sage ich, wenn ich ihm folge, muss ich Grundrechte kaum einschränken, was mir sehr gefiele. Aber wenn er dann recht hätte, bin ich natürlich ruiniert. Ich bin für 1 Million Infizierte zuständig, für 100.000 Tote. Wenn ich ihm folge,
Und es war gar nicht nötig, habe ich unnötig Grundrechte eingeschränkt. Das gefällt mir auch nicht. Aber Sie sehen, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss ihm folgen. Denn die Verantwortung für 1 Million Infizierte und 100.000 Tote kann ich nicht übernehmen. Und plötzlich hätten die Leute begriffen, wie so eine Entscheidung zustande kommt. Dass ich ja da in einer Zwickmühle stecke. Das hat die Regierung leider nicht gemacht. Als die Lockerung kam, wurde es schwer ungerecht. Und da ging auch die ganze Kritik in der Bevölkerung los. Wenn du sagst, Geschäfte bis 800 Quadratmeter, fragt sich der Konkurrent mit 900 Quadratmeter, wieso er nicht öffnen darf. Dann wurden die Friseure erlaubt, aber nicht die Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Dann wurden die erlaubt, aber nicht die Fitnessstudios. Also da begann ein Durcheinander, was wir merken. Das war unlogisch. Es ging richtig schlecht den Solo-Selbstständigen, den Freiberuflerinnen und Freiberuflern, den Künstlern und Künstlern und auch den Studierenden. Das heißt, plötzlich hat man gemerkt, welche, sagen wir mal, Berufsgruppen es in Deutschland gibt, zu denen der Sozialstaat noch nie gekommen ist. Und es gab ja zum Glück von unserer Fraktion schon vor langer Zeit einen Beschluss, der Sozialstaat muss zu den Selbstständigen kommen, was man uns gar nicht zutraut. Aber das haben wir gemacht. Jetzt will ich noch etwas sagen, was mir wichtig ist. Die Demonstration dagegen. Natürlich gibt es da solche, deren Auffassung ich überhaupt nicht teile. Es gibt normale. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ein anderer. Die Zahl derjenigen, die der Regierung nicht trauen und vielleicht sogar der Opposition nicht mehr trauen, nimmt zu. Und darüber muss man nachdenken. Wie kommt es zu diesem gestörten Vertrauensverhältnis? Und wie kann man wieder mehr Vertrauen herstellen? Das fängt schon mit der Transparenz von Entscheidungen zusammen, die ich vorhin genannt habe, und natürlich auch damit, dass immer ehrliche Motive angegeben werden. Ich nehme mal ein Beispiel gar nicht aus unserem Land. Der Trump steigt aus dem Paris-Abkommen zur Verhinderung oder wenigstens Beschränkung des Klimawandels aus mit der Begründung, dass es einen Klimawandel gar nicht gibt. Er ist ja ein Experte, er hat, glaube ich, 10 Jahre lang Meteorologie studiert, dann war er 10 Jahre am Nordpol, 10 Jahre am Südpol. Also in Wirklichkeit hat er doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber verkündet es. Er hätte ja sagen können, ich habe 5 Konzerne, die leiden darunter wirtschaftlich, deren Profit geht zurück und vielleicht werden sogar Arbeitsplätze abgebaut und das will ich nicht und deshalb ist mir der Klimawandel egal. Dann hätte er wenigstens eine ehrliche Motivation angegeben. Sehen Sie, und das ist nicht mehr üblich in der Politik. Darüber müssen wir uns alle Gedanken machen und ich kann es Ihnen beweisen. Zuerst wird eine Entscheidung getroffen und danach fragt man sich, wie begründe ich sie? Nicht, was war mein Motiv, sondern welche Begründung finde ich, der Bevölkerung am leichtesten einleuchtet. Das ist falsch. Das merkt man. Jetzt die Toten. Es heißt jetzt immer, Tote, die am Coronavirus also infiziert waren. Der kann bei einem Motorradunfall umgekommen sein. Das ist so. Auch bei einem Autounfall. Er kann an einer anderen Krankheit gestorben sein. Es sind alles nur Tote, die infiziert waren. Man hätte von Anfang an die Pathologie einschließen müssen, von Anfang an, und hätte sagen müssen, der ist am Coronavirus gestorben oder zweite Variante, da weiche ich ein bisschen von dir ab, er ist früher wegen des Coronavirus gestorben. Man hat ein Recht auf Leben und 6 Monate länger zu leben kann sehr wichtig sein. Also beide Varianten hätte ich eingeführt, direkt an Corona geschrieben oder durch Coronavirus früher gestorben. Aber wer durch einen Motorradunfall gestorben ist oder weiß ich was, an einer ganz anderen Krankheit gehört nicht rein. Das Wichtigste für unsere Fraktion muss Folgendes sein. Wir müssen natürlich die Wiederholung verhindern, da gebe ich Professor Dr. Niederrübele absolut recht. Wir müssen auch diese fast gegebene Gleichschaltung der Medien so schnell wie möglich wieder überwinden. Und wir müssen etwas tun. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Pandemie missbraucht wird, um Grundrechte dauerhaft einzuschränken. Wir müssen sagen, es muss alles rückgängig gemacht werden. Jetzt nehme ich gleich ein für mich negatives Beispiel. Alles, was in der Not beschlossen wird, muss rückgängig gemacht werden. Und wenn man meint, etwas hat sich bewährt, muss es eine neue demokratische Diskussion geben, auch mit der entsprechenden Zeit, um es eventuell wieder einzuführen. Ich war immer ein Gegner der schwarzen Null. Nun ist aber die schwarze Null nur aufgehoben worden in der Not. Da kann ich auch nicht sagen, es muss so bleiben. Sollen Sie es zurücknehmen? Aber ich bin dafür, dass wir dann darüber diskutieren und sie für immer überwinden. Man darf niemals Schulden machen für laufende Ausgaben. Aber für die Kinder, für die Jugend, für die Zukunft auf jeden Fall. Wir haben ja auch einen enormen Investitionsrückstand.
Das heißt, ich will die Regierung gar nicht so sehr für einzelne Maßnahmen schockieren, außer bei den Lockerungen. Aber ich glaube, die Herangehensweise war falsch, die Vorgeschichte ist falsch. Und das müssen wir auswerten. Und das muss auch die Regierung auswerten und eigentlich alle Parteien im Bundestag, damit wir daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und wir müssen darüber nachdenken, weshalb das Vertrauensverhältnis zwischen Politikerinnen und Politikern und der Bevölkerung immer gestörter wird. Wenn wir das nicht beheben, schaden wir der Demokratie und auch der Freiheit. Mein letzter Hinweis, ich hatte ein interessantes Gespräch mit dem Präsidenten, damaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts im Deutschen Theater, Professor Dr. Voskuhle. Und er sagte, ja, Herr Gysi, wissen Sie, zu meinem Erstaunen ist es wieder offen, ob sich die Gesellschaften Richtung mehr Demokratie und Freiheit entwickeln oder ob sie immer autoritärer werden. Dass das offen ist, ist die eigentliche Katastrophe der politischen Situation weltweit. Dagegen, glaube ich, müssen wir uns stellen. Danke. Vielen Dank auch an dich, Gregor. Wir sind jetzt eigentlich schon um 15 Uhr am Ende dieses Abschnitts, aber ich möchte doch noch eine Frage stellen und die stelle ich jetzt einfach mal an alle mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben ja gerade schon sehr, sehr viel gehört. Und wir haben auch viel gehört über die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens, die ja nach wie vor stattfinden. Wir haben immer noch die Maskenpflicht, immer noch die Situation, dass Großveranstaltungen nicht stattfinden können, kulturelle Events nicht stattfinden können. Was macht das mit der Gesellschaft? Und die zweite, daran anschließende Frage ist, es heißt ja so oft, das Virus trifft alle, aber trifft es wirklich alle gleich? Bitte. Dazu kann ich ganz kurz etwas sagen, weil mir das auf den Nägeln brennt. Das ganz Komische ist, ich habe ja schon sehr viel gesagt über die Angst, die um sich gegriffen hat in der Gesellschaft. Das ganz Komische ist, dass diese Angst klassenspezifisch ist. Sie ist umso ausgeprägter, je mehr die Leute sich leisten können, zu Hause zu bleiben. Dazu zählen dann eben leider auch Journalisten, auch wenn sie in Kurzarbeit geschickt worden sind. Die können nämlich von zu Hause aus arbeiten und kriegen ihr Geld. Ich habe, sagte ich auch schon, die ganzen Monate zu Hause gesessen. Und was soll ich sagen? Alle Haushaltsgeräte, die kaputt gehen können, sind in der Zeit kaputt gegangen. Das heißt, ich hatte keine Einsamkeitsgefühle. Ich hatte immer zu Besuch, immer zu von Handwerkern. Jedes denkbare Gewerk war bei mir zu Hause. Keiner von den Menschen, die da war, hatte Angst vor diesem Virus. Das Einzige, wovor die Leute Angst haben, ist ausbleibende Aufträge und Arbeitslosigkeit. Und die waren auch alle gesund. Und die haben auch alle ihre Familien mir als gesund dargestellt. Das heißt, da ist etwas hier in Gang gekommen in der Bundesrepublik, was eine Spirale von Angstmacherei ist, die betrieben wird von Menschen, die es sich leisten können. Ja, ich kann das auch ganz kurz machen. Also die Pandemie hat mich in eine völlig neue Situation gebracht. Seit Jahrzehnten hatte ich das erste Mal abends Zeit. Alle Abendveranstaltungen wurden abgesagt. Ich hatte Angst davor, mich zu langweilen und habe festgestellt, ich hatte auch keine Zeit. Das ist interessant. Ich habe so viel Hausarbeit gemacht wie noch nie. Ich war immer schon dafür, Hausarbeit zu bezahlen, aber jetzt bin ich leidenschaftlich dafür. Das ist derart anstrengend, kann ich nur sagen, und furchtbar, dass man darüber nachdenken muss. Aber zum Kern der Frage, unsere Gesellschaft kann sich verändern, indem wir solidarischer werden, mehr aufeinander zugehen, ein anderes Gefühl für die Bedeutung von Grundrechten bekommen. Oder sie wird egoistischer, nach dem Motto, die Krankheit kam ja aus dem Ausland. Das heißt, das ist offen. Darum müssen wir ringen, dass die Schlussfolgerung ist, mehr Solidarität, mehr Demokratie, mehr Freiheit, die Bewahrung der Grundrechte und nicht die Schlussfolgerung, das Gegenteil wird. Das wäre verheerend. Aber da ich Zweckoptimist bin, glaube ich daran, dass wir offener werden. Aber da ich auch Realist bin, weiß ich, dass auch die umgekehrte Gefahr besteht. Dankeschön. Herr Professor, möchten Sie auch noch einen Satz ergänzen? Haben Sie mich gehört? Ja? Ah, jetzt können wir Sie aber nicht hören. Sie müssten noch einmal den Ton aktivieren. Gerade gesagt, ich habe leider immer wieder Audio- und Video
Übertragung unterbrochen. Aber ich habe verstanden, dass Sie sich jetzt nochmal an mich wenden und ich habe auch das Gros der Diskussion bislang ganz gut verfolgt. Also ein Aspekt scheint mir schon auch ganz wichtig zu sein. Ich habe ja vorher den Fokus einfach auf die Zukunft gelegt. Ja, was lernen wir daraus und kann man ernsthaft glauben, wir gehen in dieser Weise zukünftig, wenn das denn saisonal werden sollte, damit um? Und meine These ist, das kann es nicht sein und deswegen lohnt sich ein genauer Blick, was erfolgreich ist, was nicht erfolgreich ist, was auf falschen Annahmen beruhte. Aber es lohnt sich, das haben Sie ja auch als Thema gewählt, System im Stresstest, auch ein genauer Blick darauf, wo wir unabhängig von Corona immer schon Probleme hatten. Fleischindustrie ist ja nur ein Beispiel. Ganztagsbetreuung von Kindern ist ein zweites Beispiel. Faire Bezahlung ist ein drittes Beispiel, sodass wir sagen können, jetzt nicht, es gibt ja so Krisenhoffnungen, ja, jede Krise ist gut für die Gesellschaft. Naja, also erstmal, es legt offen, was schlecht ist, was schlecht läuft in unserer Gesellschaft. Und das sollten wir schon nutzen, um uns auf Systemkrisen anderer Art, die uns bevorstehen, vorzubereiten und entsprechend eben da einen Umbau vorzunehmen. Der muss zum Teil sehr weit gehen. Ich glaube nicht, möglicherweise ist dieser zweite Schock nach 2009 jetzt nochmal viel stärkerer Schock, ganz anders ausgelöst als der Weltfinanzkrise, müsste jetzt eigentlich hinreichen, um von diesem naiven Vertrauen, dass die Märkte das alles schon irgendwie regeln, wegzukommen und eine vernünftige Balance zwischen wirtschaftlichen und staatlichen Aktivitäten hinzubekommen. Und da sind wir noch relativ weit davon entfernt. Vielen herzlichen Dank. Das war auch ein schönes Schlusswort für diesen Abschnitt. Ich danke unseren Gästen sehr. Herzlichen Dank fürs Kommen und für die wertvollen Beiträge.